Es kann unter Umständen dazu führen, dass er diese Fehlstellung einfach über die Zeit verschlechtert. Die Knochenschraube hat halt da den Vorteil, dass das störende Osteosynthesematerial in dem Fall dann nicht da ist. Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Pastl und auf diesem Kanal erzählen wir Orthopäden und Patienten über konservative und operative Behandlungsmöglichkeiten für deine Schmerzen. Heute eine neue Operationsmethode beim Plattfuß. Zu Gast einer der weltweiten Pioniere, wenn es um das Thema Plattfußosteotomie, Plattfußoperation und Schrauben aus menschlichen Knochen geht. Er ist einer der Plattfußexperten in Österreich. Herzlich willkommen, Dr. Boris Tirela. Hallo Thomas. Boris, wann spricht man jetzt überhaupt von einem Plattfuß oder was ist überhaupt der Plattfuß? Ja, das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Also ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Begriff Plattfuß immer irgendwie als sehr schwierig greifbar empfunden. Auch dieser Senkfuß, Senkspreizfuß, Spreizfuß, das sind alles Begriffe, die ich, wie gesagt, immer sehr schwierig empfunden habe, den Patienten auch verständlich zu machen. Deswegen bin ich ja sehr froh darüber, dass ein amerikanisches Expertengremium jetzt von einem neuen Begriff auch redet. Das wäre die Progressive Collapsing Foot Deformity. Also was heißt es? Progressive heißt also voranschreitende, Collapsing heißt kollabierende, Foot Deformity heißt Fußfehlstellung. Und das ist, glaube ich, ein sehr bildlicher Begriff dafür, was eigentlich da am Fuß auch biomechanisch passiert. Also sprich, wenn man es nicht behandelt, dann könnte es immer schlechter werden. Genau, es kann unter Umständen dazu führen, dass er diese Fehlstellung einfach über die Zeit verschlechtert, ja. Und wann kommt es jetzt in diesem Stadium zu einer Plattfußoperation? Wann macht das einen Sinn für den Patienten? Naja, es geht immer darum, mit dem Patienten kurz-, mittel- und langfristige Therapieziele zu definieren. Es geht auch darum, Arthrosen vielleicht zu verhindern oder bestmöglich in die Länge zu ziehen, bis sie sich entwickeln. Und da muss man einfach individuell mit dem Patienten dann entscheiden, wann der Operationszeitpunkt da ist. Es ist extrem wichtig, dass man natürlich die konservativen Therapiemaßnahmen bestmöglich ausreizt. Gibt es ein Alter, wo man sagt, da sollte man auf keinen Fall noch operieren, zum Beispiel bei einem Kind, wenn der einen Plattfuß hat oder so? Beim Kind, glaube ich, muss man einfach differenzieren, weil es gibt ja bei Kindern gibt's einen physiologischen Plattfuß. Mhm. Ich habe aber auch schon junge Frauen und auch junge Männer mit 17, 18 Jahren, die schon ausgewachsen waren und letztendlich mit einer Plattfußoperation versorgt. Schrauben aus Knochen bei der Plattfußoperation. Welche Vorteile bringt das jetzt für den Patienten, wenn sie damit operiert werden? Es kommt jetzt auch stark darauf an, welche Art der Plattfußoperation man anwendet. Es gibt verschiedene Arten, wie man Fehlstellungen im Rückfuß, im Mittelfuß oder im Vorfuß adressieren kann. Und der Vorteil jetzt im Vorfuß oder auch im Rückfuß an der Knochenschraube ist, dass sie sich halt sehr gut integriert und dass man kein störendes Osteosynthesematerial hat. Also mit störendem Osteosynthesematerial meinst du zum Beispiel vielleicht eine Platte, die außen aufliegt und vielleicht irgendwie reizen könnte oder sowas, weil das ist im Vertragsbruch nicht, weil sie im Knochen drinnen liegt. Und genau, also du hast halt, wenn du jetzt diese Fehlstellung korrigierst, musst du sie ja im Regelfall in irgendeiner Form auch dort halten, wo du sie hingeschoben hast. Und die Knochenschraube hat halt da den Vorteil, dass das störende Osteosynthesematerial in dem Fall dann nicht da ist. Wie sieht jetzt diese Knochenschraube im Röntgenbild aus, nach der Operation und vielleicht später nach? Wie verhält sich die im Knochen des Patienten? Na, das Schöne bei der Schraube ist halt, dass sie sich über die Zeit in den Körper integriert. Also der Körper nimmt die Schraube als solche einfach als eigenes Gewebe wahr und baut dann entlang der Schraube einfach die kleinen Kanälchen, über die dann einfach die Knochenheilung funktionieren. Bei welchen Patienten empfiehlst du jetzt diese neue Operationsmethode beim Plattfuß? Das Spektrum, das wir hier abdecken an Patienten, von eben sehr jungen Patienten bis auch zum alten Patienten, die können eigentlich vom Prinzip her im Regelfall schon auch mit den Knochenschrauben versorgt werden. Es kommt natürlich schon sehr stark darauf an, welche Art der Plattfußfehlstellung wir hier haben. Es gibt verschiedene Ausprägungen, dementsprechend verschiedene Operationsmethoden. Wie schaut jetzt noch die Nachbehandlung aus nach so einer Operation? Bekomme ich da einen Gips? Bekomme ich da einen Schuh, mit dem ich herumgehen kann? Naja, das kommt auch wieder sehr stark auf den Patienten selber an. Wie fit ist er, wenn es jetzt ein älterer Patient ist? Wie gut kann er mit Krücken gehen, die doch sehr wichtig sind, um das Bein einfach zu schonen und zu entlasten? Jüngere Patienten kann man sicherlich etwas flotter nachbehandeln. Eine Gipsrückstellung ist jetzt beim jungen Patienten oft nur für kürzere Zeit notwendig. Beim älteren Patienten kann sie unter Umständen auch etwas länger dauern. Da reden wir von 2 bis 6 Wochen ungefähr. Kommt davon, welche Art der Operation wir durchgeführt haben.
Erfahrungsberichte von Patienten und weitere Experteninterviews zum Plattfuß hier oben in der Plattfuß-Playlist. Wichtige Links wie immer in der Infobox. Das war's mit diesem Video. Boris, vielen Dank für deine Zeit. Danke, Thomas.